Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen virtuellen PC erstellt. Das Ganze ist, ihr könnt auf eurem PC einen zweiten PC laufen lassen, sozusagen. Da könnt ihr dann alles ausprobieren drauf, eventuell ein anderes Betriebssystem drauf installieren oder ihr könnt einfach ein paar Viren drauf ausprobieren, die ihr entweder selbst erstellt habt oder Programme, die ihr nicht wisst, was sie machen. So. Und ich zeige euch, wie das geht. Also, ich nehme hier Virtual PC von Microsoft, das ist Freeware. Und ja, den Download-Link stelle ich unten rein. Ihr installiert das Ganze, das ist nicht so schwer. Das müssten meine Zuschauer dann alle hinbekommen. Und dann haben wir hier diese Konsole hier. So, das sollte es sein, wenn ihr das installiert habt und gestartet habt. Dann klickt ihr auf Neu, Weiter. Mit dem Computer erstellen. Dann durchsuchen. Ich tue es jetzt zum Beispiel. Oh, Moment, was ist das denn? Ne, ich hatte gerade irgendwas. Erstmal das löschen kurz. Einen Moment, Leute. So, und jetzt, da geht ihr in das gewünschte Ding, wo das Ganze erstellt werden soll. Wir müssen hier, dann Windows XP und dann machen wir Tutorials. Okay, speichern. Und weiter. Dann wählt ihr das Betriebssystem aus. Ihr müsst natürlich nicht gerade auch andere gehen, aber ich würde es auswählen, das ihr installieren wollt, wenn es dabei ist. Ich nehme jetzt Windows XP. Weiter. Anpassung. Dann, ich würde empfehlen, die Hälfte des Arbeitsspeichers zu nehmen, die ihr frei habt. Also bei mir ist es 1024. Neue virtuelle Festplatte. Die speichert ihr dann auch unter dem gewünschten Pfad oder einem gewünschten Pfad. Windows XP. Tutorials Harddisk. Speichern. Dann hier die Größe angeben. Bei mir, ich mache 20 GB draus. Weiter. Fertigstellen. So, dann habt ihr hier das Ganze. Starten. Geht ihr auf CD. ISO-Abbild erfassen. Dann stelle ich euch hier den Download-Link für die. Oder hier müsst ihr dann die ISO-Datei reinstellen. Ich stelle euch den Download-Link dann unten in die Beschreibung. Von der hier jetzt. Von Windows XP Professional SP3. Öffnen. Dann Aktion zurücksetzen, zurücksetzen. Und dann geht's los. Kurz warten. Dann macht ihr das Inspecting. Und dann kommt hier das Windows Setup. So. Das tut jetzt gerade eben mal hier kurz laden. So lange könnt ihr dann irgendwas anderes machen nebenbei. So. Könnt ihr auch mal Einstellungen anschauen. Ja, Festplatten, Speicher, Netzwerk. Yep, ich bin jetzt einfach mal. Ich muss gerade nicht warten. Dann warten wir einfach, bis das Setup hier Windows startet. Ich mache mir kurz einen Pfeil. Genau, dann wählt ihr hier das aus, Enter. Dann macht ihr hier das, was ihr wollt. Ich nehme jetzt NTFS. Und dann müsst ihr erstmal warten. So lange könnt ihr hier zum Beispiel. Also, ich mache jetzt hier erst ein Textdokument, ein kurzes, wo ich nämlich reinschreibe eben. Das ist natürlich ein bisschen langsamer, solange das hier installiert. So. Hier, ich schreibe jetzt mir immer nebenbei auf, was hier alles für Links. Also erste Mal VirtualBox. Ah, nein, Virtual PC ist das ja. Genau, und dann, ich will das natürlich, meistens vergesse ich dann immer, was ich hier. Genau, der Torrent-Link zu Win XP SP3. Oh, das ist eigentlich das Beste hier, da könnt ihr gut damit rumprobieren. Also, finde ich auch eigentlich sehr einfach zu installieren und alles. Also, einfach so. Einfach, ne? Okay. So. Das speichere ich jetzt erstmal hier. Obwohl, ich lasse es nochmal offen. Und hier ist er auch bald fertig mit Formatieren. Oder, ja, ich denke mal, das Formatieren auf Deutsch.
So. Gucken. Was auch witzig ist, ihr könnt dann da in das Ding reingehen. Das ist natürlich alles so ein bisschen langsamer. Vor allem ist ja nicht, ich tue ja auch gerade hochladen und alles. Naja. So, Windows XP. Und dann habt ihr hier, da könnt ihr jetzt zugucken, wenn das fertig ist. Hier könnt ihr gleich mal zugucken, wie hier die Größe immer größer wird. So, jetzt ist er gleich fertig mit hier mit Formatieren. So, auf 100%. Was dann nicht im Endeffekt heißt, jetzt muss er erstmal kurz was rechnen. Immer diese Fake 100%. Sehr schön. Okay, und jetzt da fangt er an, hier ein paar Sachen rein zu kopieren. Und jetzt könnt ihr schon schauen, wie es immer größer wird. Hier ist jetzt schon von 2000 auf 7500 gewandert. Und jetzt das Setup der. So. Ich schalte jetzt wieder rein, wenn das Setup bei mir auf 100 ist. So, wir sind wieder da. Und jetzt da sind wir fertig mit diesen 100%. Und jetzt da initialisiert er die Installation. So, mittlerweile hat das Ganze hier schon 930 MB Größe. Aber da muss man natürlich auch rechnen, dass das ein bisschen größer wird. Das ist ja ein eigenes Betriebssystem. So, jetzt bootet er neu. Ich will nicht von der CD booten. Also nichts drücken, wenn das kommt, weil. Jetzt muss ich kurz schauen. Sehr gut. Also wenn das kommt, nichts drücken, weil sonst will das nochmal drüber installieren. Okay. Jetzt die CD aber noch drin lassen, weil wenn er jetzt bootet, sollte er jetzt eigentlich. Also so wie ich das jetzt kenne. Mal gucken. Na komm, jetzt kann ich auch mal weitermachen, ey. Du. So, genau. Jetzt da sollte er, soweit ich weiß, eigentlich ins Installationsmenü übergehen. Na komm. Okay, jetzt klickt ihr da mal drauf, dann habt ihr die Maus N. Jetzt muss ich kurz gucken, was ist nochmal für eine Tastenkombination, dass man wieder. Ah, Alt-GR kommt wieder raus. Alt, nicht nur Alt-GR. Okay, gut. So, das habe ich jetzt auch gecheckt. So, uiuiui. Leckt schon ein bisschen, also wenn ich sehr aufnehme und dann, ne? Aber es ist ja alles kein Problem, ne? Okay, das ist jetzt irgendwie witzig. Guckt mal, ne? 7-Zip. Microsoft verwendet 7-Zip. Naja. Finde ich witzig. Einfach mal warten, bis das hier fertig ist, und ich schalte wieder zu euch, wenn wir an der nächsten Auswahlleiste sind. Also wenn ich lasse das laufen und wenn ich was zu wieder klicken muss, schalte ich wieder zu. So Leute, wir sind jetzt hier wieder da. Jetzt kommt hier was von wegen sowas. Customize. Da gucken wir mal. Nein, ich will jetzt nicht Glack, Glack, was ich denn? Germany. Location German Germany. Okay. Germany. Was zur Hölle? Achso, das sind da. So. Languages. Okay. So, gucken wir mal Languages. Das wäre es halt gut, wenn wir den Maus-Input dann noch hier, genau, das wäre jetzt sehr gut. Default-Info und Language können wir da nicht add. Und hier German, Germany. German. Okay. Keyboard.
German, okay. So, jetzt haben wir nämlich hier die automatisch, dass wenn wir jetzt reingehen, nicht das englische Keyboard ist so, dass die ganzen anderen Tasten vertauscht sind. Okay, jetzt müssen wir gucken. Install Files. Advanced. Gucken wir nochmal, öffnen nochmal einen Blick at Advanced. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich alles nicht. Hier nochmal German Germany rein und okay. German, German. Sehr gut. Jetzt haben wir das hier in German. Dann gebt ihr einen Namen hier ein. Oh, fail. Eine Organisation. Double fail. Next. Next. Das Administrator Passwort lasse ich frei, weil ich keinen Bock habe auf ein Passwort auf einem Virtual PC. Das ist sehr unsinnvoll. Dann die Uhrzeit. Einen Moment, Leute. Halt, ja. So, Leute, bin wieder da. Wir tun hier jetzt mal schauen. Wednesday, heute ist das ganz sicher nicht. Heute, doch, Wednesday, ja, ist sogar PM. Das stimmt auch. Aber das hier nicht. Da muss man jetzt gucken, was ist unsere Zeit? Berlin. Dann. Next. Okay, ich habe es einfach mal so gemacht, wie es sich gehört. Wenn man das zum Spaß macht, kann man das natürlich auch einfach lassen, so wie es ist. So, ich melde mich wieder zurück, wenn der nächste Teil der Installation fertiggestellt werden muss. So, wir sind jetzt hier wieder da und als nächstes müssen wir hier was so following domain. Also schauen wir mal. No, this computer is not a net, on a network or is on a domain. Workgroup. Okay. Eine Domäne. Jetzt muss ich wissen, was eine Domäne ist. Boah. Okay, das ist verwirrend. Ich mache jetzt einfach mal. Ich probiere es einfach. Ich meine, ich kann mich da jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwas sein gewesen soll. Ich mache jetzt einfach 1, 2, 3. Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe. Interessant. Boah. Okay, und es geht weiter. Ihr wisst ja, ich melde mich wieder zurück, wenn der nächste Schritt ausgeführt werden muss. So, ich bin wieder da. Und jetzt da ist kurz hier was aufgepoppt und das habe ich mir kurz durchgelesen und jetzt gucke ich da mal kurz. Also, die Installation der Virtual Machine Editions, Aktion, Virtual Machine Editions, also Aktion. Okay, erstmal diese Meldung nicht mehr. Aktion. Und die installieren. Okay, erstmal kurz. Ah, oh, kurz meine Mini. Oder wieder hier hin. Aber erstmal fortsetzen. Okay, wegen der Edition, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da müsst ihr selber schauen, ob ihr da welche installiert. Das werde ich jetzt in diesem Tutorial wahrscheinlich, bin mir noch nicht sicher, werde ich gucken, nicht, so wie es weitergeht, wahrscheinlich nicht einbeziehen. Ja, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen nach einer langen Zeit, also es hat jetzt wirklich eine Weile gedauert. Und jetzt muss es hier weitergehen. Jetzt haben wir OK geklickt, aber das könnt ihr sicher auch alleine. Gehen wir auf Next. Na komm. Ja, da dauert hier ein bisschen irgendwie gerade. Na komm. Na komm. Komm. Ja, so, okay. Automatic Updates. Nein, aus. Weil das ist ja keine legale Version. Ihr wisst schon. Wenn ihr doch Updates wollt, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber später könnt ihr ja dann noch irgendwas machen. So, oh, das leckt gerade ganz schön, also.
Skip hier dann drücken. Not at this time. Einen Namen eingeben. Okay, Finish. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt wird er, denke ich, erstmal rebooten. Moment. Sorry, Leute, Skype nervt. Okay, jetzt geht es weiter. Welcome. Das ist natürlich die englische Version, weil Deutsch gibt es im Internet nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn man die deutsche Version zieht, braucht man sich nicht wundern, wenn dann irgendwann die Bullen vor der Tür stehen. Ne? Deswegen immer die englischen. Und jetzt kann es auch nicht so weiterkommen. Also, welcome. Könnte ein bisschen dauern. Dauern. Ah, okay, ich melde mich wieder, wenn er komplett hochgefahren ist. So, Leute, wir sind wieder da. Und nachdem er sich jetzt doch mal eine Mods-Riesen Zeit gelassen hat, hochzubooten, sind wir jetzt doch mal drinnen. So. Also. Das ist, ja. Jetzt da müssten wir nochmal trotzdem, also. Es ist natürlich ein bisschen laggy noch zu Beginn. Ach ja. Also das würde ich mal an eurer Stelle ins Control Panel gehen. Also ich werde jetzt noch kurz ein paar Sachen zeigen, wie ihr sie machen könnt. Jetzt weiter. Na komm. Geh ins Control Panel. Jetzt mach schon. Ah, ich weiß nicht, ob das der Bootleg ist oder ob das jetzt einfach nur ist, weil die Virtual Machine gerade nicht so schnell läuft oder warum das jetzt gerade so lahm ist. Das mache ich nicht so. Ja, whatever. Control Panel. Also wie gesagt, das Service Pack 3 habt ihr ja schon drauf, also da müsst ihr euch keine großen Sorgen machen, wenn da gibt es auch noch so kleine Updates. Hier wird es eigentlich nicht so wichtig sein, wenn halt Windows XP Tour. Dann. Und so cancel. Und falls es nochmal kommt, geht ihr dann in einfach hier run. Ich muss die Pause sagen gleichzeitig, aber einfach nur msconfig. So, Firewall. Erstmal hier. Klicken wir mal hier drauf. Ich werde das jetzt ein bisschen okay, ein bisschen vergrößern, das Fenster. Ah, aber geht gar nicht. Windows Security. Ja. So. Aber das dauert jetzt erstmal ganz schön lang, bis der hier irgendwas lädt. Ich gehe jetzt auch mal Help in Support Center. Brauchen wir nicht. Dann alle drei Häkchen wegpacken. Okay. Und dann verschwinden hier die Buttons in der Leiste. Dann könnt ihr hier in der MS-Config alles ausstellen. Was ihr nicht unbedingt wollt. Was denn Security Center, das brauchen wir schon mal nicht. Mal gucken. Was ihr so nicht braucht, Telefonie, also die meisten Sachen sind total unnötig. Whatever, ich lasse es jetzt erstmal so, apply. Oh Mann, 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 der ist vielleicht lahm. So, dann gehe ich hier rein, Security Center.
Okay, close. Dann öffnet sich hier das wieder das Security Center. Die Firewall könnt ihr. Okay, Authority Start. Firewall versuchen auszuschalten. Jetzt muss ich gerade eben gucken. Okay, ich glaube nicht, dass man sie hier ausschalten kann. Ich switch mal zu Classic View, den kenne ich hier eh nicht. Control Panel. Windows Firewall. Na hopp. Na, leg los, komm. Das dauert jetzt erstmal, weil ja natürlich nicht so schnell ist gerade. Solange zeige ich euch mal was anderes. Wie könnt ihr jetzt da, also es kommt natürlich drauf an, jetzt gucke ich erstmal, ob das eine Extension ist oder ob das direkt so geht. Off. Okay. Sehr gut. Control Panel. Dann geht hier raus. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir zum Beispiel, wenn wir ein Spiel hier drauf haben wollen, also sagen wir mal, nicht das, sondern das hier, dann geht das hier erstmal noch nicht. Also ich weiß das nicht jetzt, wie genau das jetzt gehen soll, wenn es hingehen soll. Ansonsten habt ihr zwei Möglichkeiten. Nummer 1, ihr öffnet es, aber das wird wahrscheinlich nicht so oft gehen, weil es nicht immer nur ISO-Dateien sind oder eher sehr selten. Und deswegen zeige ich euch die andere Möglichkeit. Ihr geht hier Ultra ISO und zur ISO-Datei hinzufügen. Ultra ISO gibt es auch ein anderes Tutorial auf meinem anderen Channel, da werde ich auch noch einen Link dazu stellen. Einen Moment. So, hier. Ultra ISO Tutorial Link. Schnell zu schreiben. Dass ich das da reinpacke. Dann ISO-Datei speichern unter, machen wir mal Desktop. Na komm, Digga. Desktop. Speichern. Oh, verdammt, ein ASD. Speichern. Und jetzt da tut er das Ganze in eine ISO-Datei zusammenstellen. So, das könnt ihr dann mit allem machen, was ihr hier rüber packen wollt. Da müsst ihr halt kurz warten, solange die hier den Firefox benutzen für das, was er gemacht wurde. Properties. Das ist natürlich auch ein bisschen laggy alles natürlich. Settings. Das ein bisschen hochdrehen. Dann habt ihr hier nämlich auch ein größeres Fenster. Yes. Yes. Das in die Mitte schieben. Wieder reingehen. Yes, okay, alles klar. Dann könnt ihr das wieder schließen. Dann müsst ihr warten, bis das Ganze connected ist. Nein. Oh nein. Das ist aber ganz schön hier am Abpfeifen hier. Das Ganze ist jetzt als ISO gepackt. Und jetzt, da können wir den Witz machen. Also entweder ihr geht hier oben auf CD, ISO-Abbild erfassen. Oder ihr brennt das, macht ISO als Laufwerk HLAN. Wartet. Geht hier rauf. Laufwerk H verwenden. Laufwerk H verwenden. So, dann geht ihr wieder hier rein. Geht auf My Computer. Da dann wieder ein bisschen. Und dann habt ihr hier die Disk. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das die Disk. Ja, genau. Und dann habt ihr nämlich hier den Ordner, den ihr da wollt. Oh Gott, jetzt Internet Explorer halt, ne? Und dann macht ihr am besten das, wofür dieser Mist geschaffen wurde. Geht auf Google.
dauert natürlich eine Weile auf diesem Ding. Ist alles ein bisschen lahm noch. Ah, es variiert sich natürlich auch nach eurem PC, ob der schneller ist und ob ihr jetzt im Hintergrund bei eurem PC viel laufen habt und alles. Autoplay. Ah, okay. Na, ist okay, brauchst du nicht. Also, hier jetzt. Also, das war jetzt schon mal wie die Dateien, wenn ihr jetzt diese. Das, ich, das geht auch irgendwie, dass man die direkt vom Desktop in den Virtual PC reinzieht. Aber so wäre halt jetzt die andere Möglichkeit, wie ihr das Ganze macht mit Ultra ISO. Wie ihr die Dateien darüber bekommt. Okay, dann würde ich euch empfehlen, halt Firefox runterzuladen. Und ja. Firefox. Einige wenige Programme installieren, die irgendwie wichtig sein könnten. Und dann habt ihr euren Virtual PC. Yep, der ist jetzt gerade noch ein bisschen lahm, da muss ich mal gucken, ob ich den wieder schneller kriege. Das wird wahrscheinlich natürlich auch hochgehen, wenn ich jetzt die Aufnahme beende. Und dann viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ich werde jetzt da hier. Ja. Ich freue mich auf das nächste Tutorial mit euch. Bis dann.